Seit dem 4. April stehen zwei Schranken auf dem Parkplatz des Schweriner Zoos. Diese sind nun in Betrieb gegangen. Wer hier fortan parken möchte, muss ein Ticket ziehen. Grund dafür sind viele Fremdparker, die weder den zoologischen Garten noch den angrenzenden Kletterwald besuchen. Die Parkzeiten richten sich deshalb ab sofort an die Öffnungszeiten der beiden Parks. Ein Tagesticket kostet 4 Euro. Die Einnahmen kommen dem Zoo natürlich zugute, sind eine wichtige Einnahme tatsächlich für uns. Aber wir haben einen Bewirtschaftungsvertrag mit dem Nahverkehr, das heißt ein prozentualer Anteil geht auch an den Nahverkehr für die Technikstellung, für den Service, Fehlerbehebung, Notfallservice, das muss auch alles bezahlt werden. Wer den Zoo in Zukunft besuchen möchte, muss sich auf die Schrankenanlage einstellen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Die Öffnungszeiten in der Sommerzeit sind Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen bis 19 Uhr.